Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Ichimoku Trades finden und erfolgreich handeln mit dem Forex Screener. Und ja, bei dem Thema Forex Screener machen wir die Webinare ja mit Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit uns hier die Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie wie immer im Namen von FX Flat und wir schauen uns auch direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient diese Veranstaltung nur zu Informations- und Schulungszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja. Auch wenn der Forex-Screener natürlich dabei hilft, Trade zu finden, müssen Sie am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Sehr gut. Also, Manuel, ja, ich würde sagen, ich übergebe dir gerne den Bildschirm und ja, bin sehr gespannt, welche neue Filter du heute mitgebracht hast und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, super. Vielen Dank für das Intro. Ja, wie der Nelson schon verraten hat, heute geht es um Ichimoku Cloud bzw. dem Ichimoku Indikator. Wir haben natürlich neue Filter mitgebracht, damit ja, für jeden, der seine Ichimoku Trading Strategie realisieren will, mit einem Screener, der kann das gerne mit dem Full Screener tun ab heute. Die Filter sind auch schon online gekommen. Und ja, bevor es losgeht, vielleicht auch noch ein, zwei Worte zum Ichimoku von meiner Perspektive. Ich bin mit dem Indikator auch ja, relativ spät in Kontakt gekommen. Also jetzt schon vor einiger Zeit, aber es war jetzt kein Indikator, den ich am Anfang meiner Trading-Karriere so auf dem Schirm hatte. Und ich muss sagen, bis heute noch ist es so, dass viele Handelssystemanfragen, die ich bekomme und entwickle, die beinhalten den Ichimoku-Indikator eigentlich ja, kaum bis gar nicht, ne? Also es scheint ein Indikator zu sein, der ist anscheinend ein bisschen schwieriger in der Automatisierung. Dennoch muss man aber sagen, man findet relativ viel online zu dem Indikator. Also es ist schon ein Thema, was sehr oft geklickt wird und wo es eine hohe Nachfrage gibt. Und auch von der Forex-Screener-Community gab es hier ja, eine hohe Nachfrage dafür. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in das Thema. Wir haben die Agenda für heute und wir werden durchgehen durch die Punkte. Was ist überhaupt der Ichimoku-Indikator für Leute, die den noch nicht kennen? Wir erklären den heute von der Pike an und Leute, die den kennen, werden ihn heute auch verstehen lernen. Denn jeder Indikator ja, berechnet quasi eigentlich nur die Open, High, Low, Close-Werte. Und erfindet ja keine neuen Werte, sondern es werden eigentlich nur Daten verarbeitet, die wir ja schon so sehen, nur in der Darstellung dann eben nochmal anders. Und wir werden auch mal einen Blick in die Formeln reinschauen, was wird da eigentlich ausgesagt, was wird uns da visualisiert. Und wir schauen uns auch mal jede einzelne Komponente des Indikators an. Da ist ja ein komplexeres ja, Indikatorsystem, könnte man schon sagen, ist. Also man sieht relativ viele Linien dort. Das werden wir uns dann alles zusammen angucken. Und danach, wenn wir das alles verstanden haben, schauen wir mal in den Forex-Screener hinein, um zu schauen, wie man denn einen Screener nutzen kann, um damit Trades zu finden oder was man dort für Setups umsetzen kann. Und als letzten Punkt schauen wir uns dann noch konkretere Setups an, die schon erfolgreich getradet wurden auch. Genau. Und ja, für die Leute, die mich noch nicht kennen, vielleicht noch ein kurzes Intro meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren mit Börse und Informatik im Kontakt und hatte damals auch meine erste Stelle als Softwareentwickler witzigerweise in einer ja, Vermögensverwaltung gehabt, wo wir automatische Trading-Systeme entwickelt haben. Und das hat einmal so ein Feuer entfacht bei mir. Das ist bis heute noch am Brennen, sage ich mal. Also ich brenne noch sehr stark dafür, neue Handelsansätze zu automatisieren.
Ich mag es sehr gerne für Leute auch Systeme umzusetzen und natürlich auch unser Projekt Full Screener voranzutreiben, wo es um reine Screening geht. Und ich finde es sehr spannend, nach wie vor immer mal wieder Handelsansätze auf den Prüfstand zu stellen, um zu gucken, ja, was funktioniert davon, was gibt es vielleicht auch für Komponenten, die man verbinden kann miteinander. Denn jeder weiß, so simple Geschichten wie SMA-Crossover reicht halt nicht, ne? Damit verdient man nicht großartig viel Geld. Aber der Teufel steckt ja eher so im Detail und auch Komponenten beziehungsweise sowas wie Risikomanagement wurde ja auch schon bewiesen, dass das eigentlich viel wichtiger ist als der eigentliche Einstieg, worauf viele dann doch eher den Fokus lagern, wenn es um die Entwicklung eines Systems geht. Okay. Ja, dann gehen wir mal direkt rein in den Ichimoku-Indikator. Wirkt am Anfang wahrscheinlich erstmal ein bisschen sehr unübersichtlich, da wir viele, viele Linien haben, muss man erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen. Und vielleicht schauen wir uns erstmal an, was für Funktionen der Ichimoku-Indikator überhaupt so erfüllen kann. Normalerweise ist es ja so, nehmen wir uns mal zum Beispiel einen SMA, das gibt uns ja eher so ja, die Marktentwicklung. In welche Richtung geht der Markt denn jetzt eigentlich, basierend auf die Periodenanzahl, die wir einstellen? Also nehmen wir uns mal den 200er SMA zum Beispiel, dann wird er uns halt so die Richtung zeigen, in die der Markt sich langfristig gerade bewegt. Und natürlich auch als Durchschnitt, ob er denn ja gerade so in der durchschnittlichen Entwicklung, Preisentwicklung in der Nähe ist oder dann doch eher weiter weg ist. Und dieser 200er SMA zum Beispiel, ne? Den nutzen ja auch viele Vermögensverwaltungen als groben Filter sozusagen. Also ob der Markt jetzt, ob man, wenn der Kurs halt über den 200er SMA ist, dann überwiegend werden halt Long-Positionen aufgebaut und liegt er dann unter den 200er SMA, dann halt doch eher in Richtung Short. Und das gilt eigentlich mehr so als Filter jetzt so beim SMA. Bei unserem Ichimoku-Indikator, da haben wir aber auch eine Filterfunktion. Und zwar, wenn man sich jetzt hier mal so eine Linie vorstellt oder mal so reinzeichnet, dann sieht man schon, dass auf der linken Seite das Ganze ja auch sehr chaotisch wirkt, ne? Also die Candles, wir sind hier halt eher so in so einer Seitwärtsphase drin. Und auf der rechten Seite allerdings kann man sehen, da haben wir doch eher so eine klare Marktentwicklung. Also wir haben ja auf jeden Fall einen Trend. Und auch von den ganzen Linien, die erscheinen auf dem ersten Blick, auch wenn man jetzt doch nicht genau weiß, was die eigentlich bedeuten, erscheinen die doch ganz gut geordnet. Und ich kann Ihnen sagen, ja, wenn man sich die Werte dann mal anguckt oder wenn man weiß, wie man diese Linien so in Zusammenhang bringen kann, dann kann man das Ganze eben auch als Filter nutzen. Und man kann eben sagen, man möchte sich genau solche Märkte herausfiltern, die so aussehen, weil man weiß, wie man die ganzen Komponenten im Zusammenhang nutzen kann. Und neben diesen groben Filtern von der Trendigkeit, von der übergeordneten Trendigkeit des Marktes, ja, gibt es quasi auch noch mehr Funktionen, die der Ichimoku mit sich bringt. Das ist einmal zum Beispiel die Signalgebung. Da gibt es halt Leute, die, ja, die warten halt, bis die Indikatoren so und so stehen, um dann direkt einzusteigen und nicht zu sagen, man nutzt so den Filter, um zu wissen, die grobe Richtung ist so, sondern man hat eben ja auch Momentum mit dabei, die Signale generieren können. Das gucken wir uns natürlich auch noch alles im Detail an. Und zu den weiteren Funktionen haben wir noch die Support und die Resistance. Das ist quasi, ja, das braucht man natürlich auch. Also braucht man sowieso alles beim Traden, was hier an Funktionen aufgezeigt wird. Und was man dann auch noch hat, ist eine Prognose für die weitere Kursentwicklung. Das hat man ja normalerweise eben so, wenn man einen Indikator betrachtet, bei den meisten ist es ja so, dass die halt nur eine Funktion erfüllen, ne? Also haben wir den RSI-Indikator beispielsweise, sagt er uns, der Markt, der ist jetzt gerade stark überhitzt oder eben der ist jetzt gerade stark überverkauft. Und das reicht ja vielen schon, um eine Richtung einzuschlagen.
Aber das ist ja eben nur ein Punkt von den vier, die hier aufgelistet sind. Das wäre dann eben mehr der Punkt der Signalgebung. Wie die anderen Funktionen hier alle zu nutzen sind, darauf werden wir gleich noch eingehen, wenn wir die einzelnen Komponenten genauer unter das Licht nehmen. Ich würde hier gerne noch ergänzen, ja, dass der Indikator aus dem japanischen Raum kommt und Ichimoku heißt eben so viel wie alles in einem Blick, sodass man quasi einen Überblick hat über die gesamte Lage. Und der Indikator setzt sich aus 5 Komponenten zusammen. Da haben wir einmal den Tenken-Sen, Kiyun-Sen. Das sind halt eher so die beiden Komponenten, die auch für Signalgebung, eher als Signalgeber fungieren. Dann haben wir diese beiden, die auch die sogenannte Kumo, die Wolke quasi, die sich zusammensetzt aus Senku A und B. Und die steht so ein bisschen mehr für die Support- und Resistance-Funktionalität, sowie aber auch für die Entwicklungsprognose des Marktes. Und genau das Gleiche haben wir auch für den Chikuspan. Das ist quasi auch so ein bisschen ich sag mal mehr als Filter, diese Komponente zu sehen. Und ja, wie die ganzen Komponenten einzeln aufgebaut sind, das wollen wir uns gleich mal angucken, indem wir uns quasi die einzelnen, sagen wir mal, nur die einzelnen Komponenten genauer angucken. Hier haben wir jetzt den Tenken-Sen. Das ist quasi die Komponente, die für die kurzfristige Preisbewegung steht oder die das Ganze ermitteln tut. Und das kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie einen kurzfristigen Moving Average oder wie so ein, ja, auch ein EMA oder SMA. Und zwar betrachtet der Indikator hier immer 9 Perioden, also die 9 aktuellsten Kerzen, die wir haben. Und er macht jetzt hier eigentlich nichts weiter, als dass er schaut, was ist jetzt das höchste Hoch und was ist das tiefste Tief. Das wäre in dem Fall bei dem Ausschnitt jetzt hier, haben wir das höchste Hoch, hier haben wir das tiefste Tief und dann rechnet er es durch 2. Das heißt quasi, es ist eigentlich nur der Wert in der Mitte. Und dort setzt er den Punkt der, der Linie quasi an. Also dort ist der Wert des Tenken-Sens. Und das ist quasi der kurzfristigste, die kurzfristigste Indikatorkomponente, die wir in dem Ichimoku haben. Die wird auch genannt Conversion Line und die indiziert uns eben die kurzfristige Preisbewegung. Das heißt, man kann ja hier schauen, ob die Linie quasi eher nach oben gerichtet ist und dann heißt es, dass der Markt sich quasi, also natürlich auch in die Richtung nach oben bewegt hat oder ob der Markt eben doch nach unten gerichtet ist und das sieht man auch anhand der Linie. Wenn man jetzt eher so eine Seitwärtsphase hat, und wenn man halt kein neues Hoch, kein neues Tief macht, sondern alles vielleicht sogar innerhalb eines Außenstabs läuft, weil die ein und die gleiche Kerze das höchste Hoch und das tiefste Tief bilden, dann kann man eben auch solche Bewegungen erkennen, die, die sich quasi gar nicht nach oben oder unten bewegt, die einfach seitlich verläuft. Und wie man diese Linie quasi noch nutzen kann, man kann sich immer fragen, wie weit ist denn der aktuelle Kurs jetzt entfernt von der Linie? Und die Frage Nummer 2, die man sich dabei stellen kann, ist, in welche Richtung zeigt die Linie? Dann kommen wir mal zur zweiten Komponente, die auch mit der ersten zusammenhängt. Und zwar ist es der Kiyun-Sen. Und diese Komponente ist eigentlich sehr ähnlich wie der, wie die erste Komponente. Und zwar, die Formel ist eigentlich die gleiche. Wir haben ja wieder das höchste Hoch, das tiefste Tief und davon nehmen wir den Mittelwert. Und wir machen das Ganze jetzt aber nicht über 9 Perioden, sondern wir machen das Ganze über 26 Perioden. Das heißt, wir betrachten einen längeren Abschnitt und dementsprechend repräsentiert diese Linie auch mehr so die mittelfristige Preisbewegung, die wir jetzt haben. Und
Hier kann man sich natürlich wieder genau die gleichen Fragen stellen. Wie weit ist der Kurs vom Markt, quasi von der Linie entfernt? Und in welche Richtung zeigt diese Linie eigentlich? Man kann jetzt hier auch sehen, die Linie verläuft so ein bisschen, ja, nicht so hin und her, sondern so ein bisschen gesmoother. Und diese Linie, die kann man auch öfter sehen, wie sie als Abpralllinie verwendet wird vom Markt. Wenn der Markt jetzt quasi, also wenn wir jetzt quasi mal so eine Phase haben, wo der Markt doll nach oben geht und der Markt korrigiert ja in seinen Trend immer, dann kann man schon öfter erkennen, dass wie zum Beispiel hier der Markt bis zu dieser Linie zurückläuft, um dann weiter in die Trendrichtung zu laufen. So kann man das Ganze ja, als kleine Resistance und Supportlinie nutzen. Man kann aber auch im Zusammenspiel mit der ersten Indikatorkomponente, den Tenkan Sen, kann man auch schauen, dass wenn der kurzfristige den langfristigen kreuzt, dass das quasi ein Signal ist, um in die entsprechende Richtung einzusteigen. Also so wird es von vielen Tradern eben genutzt. Ich persönlich gucke da eigentlich nicht so doll drauf, sondern ich schaue eher so auch auf die, ja, nutze das Ganze so ein bisschen als Filter und schaue im Screener, ob die kurzfristige Linie zum Beispiel über der mittelfristigen Linie liegt, um quasi einen bullischen Markt zu bestätigen. Okay, dann schauen wir mal weiter, was jetzt hier noch kommt. Sind wir bei der dritten Komponente. Die sogenannte Chikuspan-Linie und die wird auch Verzögerungslinie genannt. Und zwar ist die eigentlich sehr einfach zu erklären. Man hat den aktuellen Kurs hier und der Kurswert, der wird eigentlich nur 26 Perioden in die Vergangenheit projiziert. Also ja, simpler kann man es quasi nicht erklären. Und wie diese Linie genutzt wird, ja, die wird quasi so genutzt, wo die Linie gezeichnet wird, wird geschaut, ob der Kurs dort über der Cloud, zu der wir gleich noch kommen werden, ob der Kurs quasi über der Cloud ist und das suggeriert uns eine, ja, eine bullische Trendigkeit. Okay. Dann jeder, der schon mal von dem Ichimoku an sich gehört hat, der wird auch wissen, der bekannteste Teil von dem Indikatorsystem ist eigentlich die Wolke, also die sogenannte Kumo. Und die setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Und zwar einmal haben wir hier den Senku A und danach kommen wir noch zum Senku B. Das ist quasi, hier unten würde das so lang gehen und die beiden hängen an sich zusammen. Jetzt ist aber die Frage, wie berechnet man den Wert des Senku A, der Senku A-Indikation? Und hier wird eigentlich wieder ein Mittelwert errechnet. Und zwar wird hier geschaut, wo ist die kurzfristige Linie, wo ist die mittelfristige Linie, also Tenkan Sen und der Kijun Sen. Und dort wird der Mittelwert errechnet und der entsprechende Wert, den wir errechnet haben, der wird in die Zukunft projiziert. Das Ganze kann man quasi als Forecasting nutzen und die Wolke an sich, die gibt auch an, ob die übergeordnete Trendigkeit eher bullisch ist oder bearish ist. Und um das Ganze mal abzuschließen, nehmen wir jetzt noch die entsprechende zugehörige Senkou-B-Linie, die quasi in dem Falle jetzt die untere Seite von der Wolke ist. Und hier haben wir aber eine andere Berechnungsformel. Und zwar wird das Ganze hier wieder so ermittelt wie der Tenkan Sen und der Kijun Sen. Also es wird wieder geschaut über eine Anzahl von Perioden, die letzten 52 Kerzen, das höchste Hoch, das tiefste Tief und dann den Mittelwert. Und so kommen quasi die ganzen Komponenten zustande. Also es ist kein Hexenwerk, sondern eigentlich simple Mathematik. Wir hatten auch einmal, witzigerweise hatten wir auch einmal einen Kunden gehabt. Das war auch zu einem Zeitpunkt, als
ich noch nicht so in dem Ichimoku drinnen gesteckt habe. Und der hatte auch von Ichimoku so ein bisschen gesprochen und meinte, ja, der Indikator, der kann in die Zukunft gucken. Also schon so ein bisschen wie so Wahrsagermäßig. Aber man, ich habe es ja gerade erklärt, es wird eigentlich nur, es werden die entsprechenden Werte zusammenberechnet und das Ganze wird auf die Zukunft projiziert. Ob der Kurs denn sich jetzt wirklich daran halten wird, wahrscheinlich eher nicht, ne? Also es ist ja keine Regel für den Markt, dass er jetzt nicht fallen darf, wenn die Wolke sagt, nee, du musst jetzt aber steigen. Oh, sondern es ist eben eine Indikation basierend auf den letzten Kerzen, die sich entwickelt haben. Okay, dann schaue ich noch mal kurz rein, ob ich hierzu schon mal alles gesagt habe. Und ja, falls es Fragen gibt, dann können Sie die natürlich gerne auch in den Chat stellen. Dann kann ich hier mal reinschauen und würde die Fragen, wenn welche da sind, beantworten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit dem Theorieteil durch. Und wir gucken uns das Ganze mal im MetaTrader an, beziehungsweise können wir uns das Ganze gleich auch noch im Forex-Screener ansehen. Und ja, schauen wir mal kurz hinein. Der Ichimoku, der ist auch standardmäßig in dem MetaTrader 5 mit installiert. Den findet man unter Indikatoren Tendenz. Und wenn man den aktiviert, dann sieht er eben so aus. Das ist vielleicht jetzt nochmal ein bisschen übersichtlicher als in der Skizze, die ich mitgebracht habe. Aber man kann hier schon so sehen, diese pinke Wolke sozusagen, die indiziert uns jetzt einen fallenden Markt und dementsprechend fällt der Markt auch hier. Dann, wie gesagt, haben wir die Wolke auch als Resistance. Das kann man hier ganz gut sehen, dass er in die Wolke läuft und dann auch abprallen tut. Und man kann auch hier sehen, ja, ich sag mal Anführungszeichen als Signalgebung, ne, wo die Linie schneidet. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn die Linie der Tenkun Sen, den Kijun Sen schneidet, dass man dann einsteigen soll. Aber man kann es eben schon sehen, dass wenn sich eine neue Trendentwicklung anbahnt, die beiden Linien müssen sich ja so oder so schneiden, ne? Und ich denke, in manchen Situationen kann man dann auch richtig prognostizieren, dass man dort einen Long-Einstieg durchführen kann. Dann haben wir noch als weitere Komponente, die wir besprochen hatten, war ja diese mittelfristige Linie. Und man kann auch bei der Linie immer mal wieder erkennen, dass der Markt quasi hier ranläuft, mittelfristig, um die aktuelle Bewegung zu korrigieren. Und das eben ein entsprechender guter Einstiegspunkt ist, um in die übergeordnete Trendigkeit mit einzusteigen. Natürlich kann die Linie auch manchmal gebrochen werden, ne? Das ist ja ganz klar. Aber es ist eben dann ja ein guter Einstiegspunkt, wenn Sie skalieren oder ein gutes Risikomanagement haben, dann sind Sie auch sowieso mit mehreren Positionen unterwegs, sodass, wenn man hier einen Einstieg gemacht hätte, zum Beispiel, dass das ja auch nicht die letzte Position gewesen wäre, sondern Sie vielleicht bis auf dem Weg in das letzte Swing High noch mehrere Positionen aufgebaut hätten in Richtung Short. Nur mal so als Beispiel. Okay, dann schauen wir mal in den Forex-Screener hinein. Und wie ich schon angekündigt habe, haben wir eine ganze neue Sektion für die Ichimoku-Filter mit aufgebaut. Und wir haben entsprechend drei Gruppen gebastelt und einen einzelnen Filter. Der einzelne Filter, der gibt quasi nur an, ob die kurzfristige Linie über der mittelfristigen Linie liegt. Also hier kann man eben sagen, in welche Richtung oder was, welche Komponente über welcher liegen soll. Und dann kann man eben schauen, welche Märkte das erfüllt. Können auch entsprechend noch uns aussuchen. Wir wollen das Ganze eben nur sehen auf Forex und H1 in den Major Paaren. Und dann sollte das dementsprechend auch funktionieren. Ich muss mal kurz die Seite nochmal neu laden. Wähle das Ganze nochmal kurz aus.
So, und dann wählen wir uns mal den NZD-USD aus. Und man kann jetzt hier erkennen, dass die Linie quasi, also er betrachtet jetzt hier diesen Bereich. Und man kann eben sehen, dass der kurzfristige also in der zuletzt abgeschlossenen Kerze jetzt noch darüber gelegen hat. So, ne? Und wir können uns auch mal das Ganze im Gegenteil anschauen. Ich finde da jetzt gerade nichts. Nehme ich mal den Forex-Part raus. Und schauen wir uns mal diese Aktie hier an. Ja, und hier sieht man jetzt die kurzfristige Komponente, das ist quasi die rote Linie, die liegt jetzt hier noch unter der blauen Linie. Und die sind auch kurz davor, sich zu kreuzen. Ob die jetzt kurz davor sind, sich zu kreuzen, das ist dem Screener jetzt erstmal egal. Aber er sagt jetzt halt nur, die kurzfristige liegt über der mittelfristigen Linie. Und andersrum kann man es dann eben auch genauso screenen mit der entsprechenden Einstellung. So, das ist jetzt so ein Filter, den nutze ich persönlich auch gar nicht so oft, muss ich sagen. Ich finde es interessanter wird es hier. Wenn man mal nach der Distanz zu den gewissen Komponenten screent. Und zwar habe ich ja auch gesagt, die Kijun Sen Indikatorkomponente, die ist ganz gut für so kleinere Abprälle gedacht. Und hier können wir jetzt mal gucken, hier müsste beim Cut Yen, müsste der jetzt ja sehr dicht dran sein mit einer Distanz von 0,004%. Schauen wir uns das mal an. Genau, und man kann jetzt hier sehen, die blaue Linie, die verläuft jetzt, die ist genau hier und der Kurs, der ist dementsprechend genau hier dran. So, das Einzeln macht jetzt natürlich auch noch nicht so viel Sinn. Es ist eben so, dass man die ganzen Indikatoren, also am besten alle Komponenten, aktivieren muss, um diese übergeordnete Trendigkeit zu bringen. Ich spreche jetzt hier doch erstmal die einzelnen Filter einfach durch, damit man die gut verstehen kann. Hier haben wir jetzt noch die Gruppe, wo man sagen kann, dass der Kurs sich unter oder über der gewissen Komponente befinden soll. Also zum Beispiel soll der Kurs über oder unter der kurzfristigen Linie sein oder der mittelfristigen Linie sein oder eben auch über bzw. unter der Wolke sein. Und was hier sogar noch interessanter ist, ist, man kann auch sagen, dass der Kurs sich sogar innerhalb der Kumo befinden soll. Können wir uns eben auch mal anschauen, was wir hier finden. Und man kann es jetzt hier auch sehen, die Kumo, die verläuft hier entsprechend so. Und der Kurs befindet sich jetzt hier drin. Hier müsste man jetzt eben danach Ausschau halten, für solche Momente, wo er denn an der Wolke potenziell abprallen kann oder wird. Das werde ich aber gleich auch noch zeigen, wie man dann die ganzen Indikatoren einstellen kann. Zusammen. Genau, und als letzte Komponente haben wir noch, ob die Wolke eben bullisch ist oder bearish ist, sprich, ob der Span A über dem Span B liegen soll. Und das Ganze zeige ich auch noch mal kurz. Hier können wir auch sagen, dass die Wolke entsprechend jetzt bullish oder bearish sein soll. Und dann haben wir das Ganze auch noch mal für die Zukunft, da das Ganze es wird ja immer weiter gezeichnet, als wo der Kurs sich jetzt gerade befinden tut. So, dann können wir hier noch mal schauen. Mit der Prognose, dass der Kurs bearish verlaufen wird. Und dann kann man hier schauen. Und man kann sehen, hier beginnt gerade die bullische Prognose von der Wolke. Und zu dem Zeitpunkt ist die Wolke eben auch noch bullisch. Also Orange ist jetzt in dem Beispiel hier bullisch. So, ja, und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu dem spannenderen Part, wo wir die ganzen Sachen in Einklang bringen, um eben gute Trade-Märkte herausfiltern zu können. Und zwar gibt es hier natürlich immer mehrere Ansätze. Wir haben ja auch noch Setups, die wir mitbringen.
Aber ich spreche jetzt erstmal von der übergeordneten Trenddynamik, nach der man ja eben filtern will. Also wollen wir eben zum Beispiel eine Situation finden, die stark bergab geht, um dann eventuell an den richtigen Zeitpunkten einzusteigen. Und zwar da, wo der Markt dann eben korrigiert. Und gehen wir mal davon aus, wir wollen uns jetzt einen bullischen Markt suchen. Dann schauen wir erstmal, dass wir alle Komponenten des Ichimokos einfach auf bullig stellen. Und das machen wir hier. Die Wolke soll jetzt bullig sein. Die soll auch in Zukunft soll die bullig sein. Dann können wir sagen, dass der kurzfristige über dem mittelfristigen Wert liegen soll. Und ja, wir können auch hier sagen, der Kurs, der liegt über dem kurzfristigen Wert und natürlich auch über der Cloud und natürlich auch über dem Kijun Sen, dem mittelfristigen Wert. Dann haben wir hier die ganzen Distanzindikatoren, die können wir eigentlich erstmal in dem Setup so weglassen. Wir haben jetzt eigentlich alles eingestellt, um die bullische Trenddynamik zu finden. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben 370 Ergebnisse gefunden und jetzt kann man sich eben die Märkte in der Vorschau so anschauen und gucken, ob wir da jetzt genau solche Patterns gefunden haben, nach denen wir eben suchen. Und man kann jetzt hier schon sehen, dass es eben überall so aufwärts gerichtet ist. Das ist sozusagen der Filter, den wir jetzt gesetzt haben. Das wird man hier jetzt überall sehen. Und dann ist eben immer noch die Frage, wie man kurzfristig einsteigen kann, ne? Also wir schauen mal zum Beispiel, dass wir die Forex-Paare nehmen und vielleicht mal auf das Zeitintervall uns noch ein bisschen eingrenzen. Dann können wir mal gucken, was man da so findet. Genau. Hier hätten wir jetzt den US-Dollar, Schweizer Franken. Ja, wie sieht man jetzt, die Bedingungen, die sind ja zwar alle erfüllt, aber es ist dennoch ein Seitwärtsmarkt. Also es kann schon passieren. Der hat jetzt in meinen Augen keine so eindeutige gute Bewegung, ne? Hier bildet sich jetzt so ein bisschen so ein Dreieck aus und hier könnte man dementsprechend natürlich versuchen, das Dreieck zu handeln, je nachdem, wo der Markt ausbricht. Also wenn er so rüber geht und dann auf die Dreieckslinie geht, dass er dann in Richtung Long geht, aber das ist jetzt kein Setup, wo, also da finden wir sicherlich noch bessere Setups. Wir können ja auch mal schauen, ob wir das Ganze negieren können und mal schauen, ob der Markt was in die andere Richtung für uns was vorgesehen hat. Und hier wird man schon mehr, finde ich. Genau. Schauen wir uns mal zuerst den GBP-AUD an. Ja, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Und zwar, hier ist jetzt die Situation folgende. Wir haben jetzt das letzte lokale Tief, was gebrochen wurde. Hier sieht man eben so einen kleinen Hammer. Der heißt erstmal Umkehr. Allerdings heißt es nicht Umkehr bis zum Mond, sondern Korrektur. Das heißt eher Korrektur. Was jetzt hier passieren wird, nachdem dieses Tief gebrochen wurde, ist, er läuft erstmal weiter runter. Er testet das Tief von oben nochmal an. Und es wäre echt ein super Zeitpunkt gewesen, um an dieser Stelle hier einzusteigen, weil der Test von unten, der wurde jetzt nicht standgehalten. Wenn man jetzt auf den Knopf einfach so drücken würde, könnte man schon short einsteigen. Allerdings hätte man jetzt hier keine optimale Position. Wenn man besser in den Markt reinkommen möchte, dann kann man jetzt hier beispielsweise warten, bis der aktuelle Kurs wieder bis zur mittelfristigen Linie läuft. Das heißt quasi, man könnte theoretisch so herangehen, man könnte eine kleine Position erstmal hineingeben, damit der Kurs nicht komplett wegläuft. Der wird hier wahrscheinlich auch noch ein paar Punkte nach unten laufen. Der hat auch eigentlich Platz. Hier wäre auf jeden Fall noch so eine
ja, Reaktion, also wahrscheinlich wird er das letzte Tief definitiv nochmal antesten und danach wird er erstmal wieder ein Stückchen nach oben korrigieren. Ich denke, dass in diesem Szenario zum Beispiel diese mittelfristige Linie ein guter Einstiegspunkt sein würde. Und dann hätte man eben so ein Szenario wie beispielsweise hier, wo der Markt korrigiert, abprallt und dann kann man eben die Strecke in die ursprüngliche Richtung dementsprechend noch mitnehmen. Und wenn man eben ausdrücken möchte, wie dicht man an dieser Linie ist, das kann man sich ja so auch rausfiltern. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut in unser Setup passen, beziehungsweise ich müsste mal gucken, ob man es noch so anpassen kann. Allerdings gibt es hier ja auch diesen Filter, Distanz zum Kijun Sen. Und wir können mal schauen, ob es hier was gibt, was eine von den beiden, okay, wird sogar gesagt, dass dieser sogar dicht dran ist. Gucken wir uns den Markt mal an. Ah ja, so dicht ist er jetzt auch nicht dran. Das habe ich mir gerade eingestellt, 0,1 wahrscheinlich, ne? Genau. Also bei 0,02, da würde man jetzt nichts finden. Aber ich kann ja mal unsere Assets entsprechend noch erweitern und dann schauen wir mal, ob wir auch ja, vielleicht eine Aktie finden, wo der Kurs dort noch dichter dran ist. Naja, aber man sieht hier schon, das Dichteste ist 0,026. Das heißt, es ist schon relativ weit entfernt. Heißt im Endeffekt, der Markt gibt jetzt gerade nichts her, wo er überwiegend sagt, wir haben einen Short-Trend und der Kurs ist entsprechend dicht an dem Kijun Sen dran. Das heißt quasi, man könnte sich theoretisch dieses Setup auch einfach speichern als Filter-Setup und jedes Mal, wenn man online ist, schaut man einfach, ob der Markt jetzt etwas erfüllt, was diese ganzen Kriterien, ja, was diese ganzen Kriterien quasi erfüllt. Okay. Dann hier noch die Frage von einem Zuhörer, ob der Ichimoku auch auf kleineren Zeiteinheiten funktioniert. Ja, tut er schon. Also es ist dann eben nichts für, also wenn man auf kleineren Zeiteinheiten handelt, dann ist es halt nichts, wo man eine Position aufmacht, die man dann über Tage hält. Angenommen natürlich auch, man hat nicht den übergeordneten Zeitintervall gecheckt, sozusagen. Ja? Also ich kann jetzt nicht auf M5 gucken und eine Position eröffnen und die bleibt dann mehrere Stunden drin oder mehrere Tage drin. Das wäre dann schon Glück. Aber wenn wir jetzt ja, entsprechend relativ denken und auf M1 dann halt ein paar Pips uns herausschneiden wollen und einsteigen wollen, wenn der Kurs dicht an der Kijun Sen Line ist, dann funktioniert das Ganze natürlich. Das geht. Ich hatte vorhin auch, mal schauen, ob man das noch gut sieht. Genau. Auf dem US-Dollar-Yen hatte ich vorhin eigentlich auch eine gute Möglichkeit gefunden. Das müsste eigentlich ein ähnliches Filter-Setup gewesen sein. Ich glaube, das war sogar das gleiche, wie ich es gerade eingestellt habe, weil man sieht ja hier die Wolke, die ist entsprechend bullig, also orange, wenn man das jetzt nicht so gut erkennt. Aber ich zoome mal kurz raus. Hier sieht man jetzt, das ist quasi orange, heißt, geht nach oben. Und die ganzen anderen Filter, die habe ich auch so eingestellt, dass sie quasi zeigen, der Markt ist long gerichtet und man sieht jetzt auf dem M5 genau hier diese Berührung der mittelfristigen Komponente. Und wäre man hier jetzt eingestiegen, dann ist es halt genau das, was ich meine. Es hätte jetzt funktioniert, man hätte hier einsteigen können für einen Long Trade, aber die Sache ist natürlich, man weiß ja auch nicht, wie weit er noch laufen wird. Ne? Ich hätte jetzt vielleicht mal angepeilt, dass er, oder ich hätte es für möglich gehalten, dass er das Hoch überschreitet, weil er jetzt mit dieser Korrektur auch das letzte oder die letzten lokalen Hochs getestet hat, sozusagen. Und er schießt drüber, er muss in Korrektur gehen. Die Frage ist, bis wohin korrigiert er? Er nimmt die letzten lokalen Hochs plus, ist jetzt auch genau an dieser Linie und berührt die sogar punktgenau. Und dementsprechend hätte man hier einsteigen können, allerdings nicht so viel Strecke gemacht, sondern ja,
sich eben seine paar Pips mit rausschneiden können. Okay. Das war jetzt gerade erstmal so, um zu zeigen, dieses allgemeine Filtern nach, ich suche mir einen Markt, der stark Long oder Shorts gerichtet ist. Und es gibt hier natürlich noch andere Trading-Setups, die man umsetzen kann mit den Ichimoku-Filtern. Und dazu werfen wir mal einen Blick rein. Da gab es auch Trades. Hier haben wir das erste Setup. Und ja, das ist zum Beispiel, also das ist ein Setup, was ich quasi überwiegend so nutze, um mich benachrichtigen zu lassen, weil man das nicht so oft findet. Wir haben zwei Komponenten, aus denen dieses Setup besteht. Das eine ist natürlich Ichimoku, die ganzen Komponenten, beziehungsweise eigentlich nur die Cloud. Und der zweite Punkt ist diese Candle-Formation. Das können auch mehrere Candles nebeneinander sein. Also eins wäre jetzt quasi nur so ein Hammer und das zweite oder zwei Kerzen, drei Kerzen nebeneinander, die alle so einen langen Stiel nach unten haben, um zu zeigen, hier in dem Bereich gibt es eben so einen stärkeren Widerstand. Das Ganze kann man auch filtern, wenn man sich mal in diese Gruppe hier begibt. High Range Candles in Folge nennt sich das Ganze und hier kann man dann sich aussuchen, wie viele solcher Kerzen ja, hintereinander geschaltet sein müssen. Und dann kann man eben mal hinein. Ich zeige mal kurz, wie das Ganze aussieht, damit alle wissen, wovon ich rede. So. Da hat er jetzt gerade gar nichts gefunden. Ist nicht so schlimm, weil dann können wir auch mal gucken, ob es davon die Low-Variante gibt. Findet er auch nichts. Okay. Wenn wir mal vielleicht noch mehr Zeitintervalle mit hinein. Okay, gucken wir uns mal auf Einzeitintervallen das Ganze nochmal an. Dann eben so. Wenn der Markt nichts hat, dann muss man halt mal schauen, wo man das Ganze eben findet. Und hier sieht man das Ganze eben, dieses Pattern. Hier sieht man auch schon, dass der Markt ja entsprechend in die Aufwärtsbewegung sich begeben hat. Und ich spreche halt von diesem Pattern, wo man so sehen kann, da hat sich irgendwie so ein kleines Low gebildet. Und das heißt eben immer ja, Widerstand. Und das Ganze muss man aber natürlich kombinieren. Man kann ja auch nicht einfach, wenn man einen Hammer gefunden hat, den Hammer einfach so zwischendurch handeln, weil man muss es eben immer in diesen gewissen Kontext packen. Und der Kontext, der ist in unserem Beispiel eben die Cloud. So dass wir sagen, wir haben die bullische Cloud. Wir wissen, die Cloud kann eine Resistance sein. Und der Kurs, der taucht eben entsprechend hinein. Und dann haben wir zusätzlich noch dieses Pattern, was wir hier finden. Heißt quasi sowas wie eine doppelte Resistenz. Und das ist dann ein guter Einstiegspunkt, um in Richtung Long zu handeln. In diesem Beispiel. Das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Hier habe ich mal einen Trade quasi mitgebracht. Hier sieht man die Kerzenspitzen, die sich hier nebeneinander ausbilden. Und ja, hier muss man dann eben auch schauen, es kann natürlich sein, dass die Kerze dann entsprechend über dem klein gebildeten Hoch von hier schließt. Und man muss einfach abwarten, bis der Kurs wieder runterkommt in so einem Beispiel oder sogar die Kerze schließt. Und sobald das Ganze vollführt ist, ist es so eine Bestätigung für das Signal und man kann entsprechend sagen, wir wollen jetzt in die Gegenrichtung einsteigen. Den Stop-Loss muss man natürlich entsprechend über das High packen und man muss auch schauen, dass man da genügend Platz lässt, weil wenn man das jetzt direkt an das High packt, ne, dann sieht man schon, wäre hier der Stop-Out gewesen. Also am besten immer mal gucken, wie ist denn die natürliche Schwankungsbreite von dem Asset auf dem Zeitintervall.
Okay, wir können ja auch mal gucken, ob wir hier vielleicht das Ganze finden und mal nachstellen können. Und zwar würden wir sagen, die Ishimoku-Filter, der Kurs soll sich in der Wolke befinden, innerhalb der Kumo. Und die Wolke ist jetzt auch bullig. Und als zweite Komponente wollen wir eben diese Low Range Candles in Folge, davon mindestens zwei Stück. Und da hätten wir sogar fünf Ergebnisse und man muss eben gucken, wo man dann, also dieses Beispiel hier sieht eigentlich sehr gut aus. Hier wäre jetzt die entsprechende Korrektur und hier würde man einsteigen können in diesem Future. Hier muss man immer mal schauen, hier wäre schon so ein Fehlsignal, also das ist natürlich erstmal auf Monatsebene, ne? Und dann sieht das aber natürlich nicht nach Long aus. Wir haben ja jetzt gerade hier einen Long Setup gesucht. Hier in der Aktie sieht man sogar eine Range. Also hier wird das Ganze ist auch auf Tagesebene, aber hier kann man eben sehen, wir sind in der Wolke drinne. Das heißt, das Setup ist an sich schon so erfüllt. Wir haben jetzt hier ein kleines Tief, einen kleinen Docht. Hier haben wir sogar ein größeres Tief. Und er sticht jetzt hier aber so, er nimmt dieses Tief heraus. Ne? Also würde er jetzt dieses Tief hier nicht machen, sondern nehmen wir mal an, die Situation wäre die, er würde von hier korrigieren, in die Wolke eintauchen, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr gutes Long-Signal. Hier würde ich natürlich nicht mehr empfehlen, Long reinzugehen, da wir ein tiefes Tief gemacht haben. Kann natürlich sein, also wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir nach dem Tief jetzt erstmal korrigieren. Aber wir werden ja nicht ein neues Hoch machen, sondern man könnte die Strecke jetzt noch mitnehmen, wenn man die Korrektur handeln mag. Und dann wird das Ganze ja mit höherer Wahrscheinlichkeit in Richtung Short verlaufen. So wäre jetzt der Ansatz bei dieser Aktie. Okay, werfen wir mal hier noch einen Blick rein. Das sieht auch sehr interessant aus. Allerdings auch auf Tagesebene. Das sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Er hat das Low hier nochmal angetestet und er rennt jetzt gerade erstmal herunter. Also ich glaube, wenn die aktuelle Kerze, wenn die sich ausprägt und einen neuen Außen Stab macht. Ich gehe mal davon aus, dass das hier jetzt der aktuelle Außenstab ist. Und wenn wir jetzt wenn die aktuelle Kerze über dieser schließen sollte, dann ist es ein gutes Anzeichen dafür, dass man einen Versuch in Richtung Long haben könnte. Man muss hier allerdings sagen, dass der Stop, der wäre hier extrem weit weg. Also hier müsste man mal schauen, wo man dann sein Target hinsetzt, beziehungsweise muss man auch damit rechnen, wenn der Kurs eben weiter nach unten läuft, dass man wieder mehrere Positionen bräuchte, um sein Chancen-Risiko-Verhältnis einfach zu verbessern. Okay, das Ganze kann man sich natürlich auch als Setup speichern und dann wird man benachrichtigt, sobald dieses Setup neu im Markt auftritt. Ich habe zum Beispiel auch einen Setup, wo ich diese Kerzen oder diese Docht-Range mit mindestens zwei oder sogar auch drei Kerzen in Folge habe, gepaart mit einem Pivotpunkt, also quasi ein anderer Widerstand. Und jedes Mal, wenn es im Markt auftritt, dann bekomme ich eben entsprechend eine E-Mail-Benachrichtigung. Das Ganze funktioniert so. Man kann sich das hier anlegen und drückt dann eben auf diese Glocke, auf diese Glocke rauf. Und ja, dann sind die Signale schon aktiviert. So. Zu den Signalen habe ich natürlich noch einen guten Deal mitgebracht heute. Und zwar, der Vogelspeeder an sich ist ja sowieso kostenfrei für alle Benutzer, die bei FX Flat sind. Und sie können sich quasi die Signale dazu buchen. Mit dem Code Signal 15 erhalten sie nochmal 15% Rabatt jeden Monat. Und für alle, die noch ja neu dabei sind, sage ich mal,
die gerne haben, die Lust haben, hineinzuschauen. Die können sich auch einfach ein Konto über FXFET eröffnen und erhalten die Signale dann 3 Monate kostenfrei. Da ist, ja, da können Sie einfach mal auf diesen Link gehen, sich das Konto eröffnen und erhalten dann im Anschluss, sobald es eröffnet wurde, eine E-Mail und bekommen dann entsprechend die Signale 3 Monate umsonst. Okay, dann kommen wir mal zum Setup Nummer 2. Hier haben wir die folgende Situation. Hier haben wir einen Widerstandshandel. Und zwar, der Markt ist quasi, ja, in dem Beispiel, also in dem Beispiel ist es einfach mal ein abwärtslaufender Markt und er ist jetzt in der Korrektur drin. Unser Ziel wäre es eigentlich in Richtung Short mit einzusteigen. Und wie ich ja schon gesagt habe, diese mittelfristige Komponente, der sogenannte Kijun Sen, der ist eine gute Anlaufstelle, um ja eine Position zu eröffnen von so einem Trade. Und das Ganze passiert eben hier. Nur haben wir den Unterschied, dass wir nicht nur diese Linie als Widerstand nutzen wollen, sondern wir haben auch noch den Pivotpunkt P, der auch oft als Resistenz fungiert und das Ganze kann man eben miteinander paaren, sodass man sagt, der Kurs kommt von unten, der ist sowieso übergeordnet in einem Abwärtstrend und er will jetzt einfach mal korrigieren, um wieder Luft zu holen. Und die Frage ist, wie weit korrigiert der Markt? Dann ist eine mögliche Antwort, ja, korrigiert eben bis zum Pivotpunkt P gepaart mit dem Kijun Sen und das Ganze haben wir natürlich auch mal ausprobiert. Das sieht dann eben so aus. Hier lief der Markt aber andersrum, also war ein Aufwärtsmarkt. Und ja, das kann dann eben so aussehen. Also der Markt ist hier in so einer kleinen Korrektur, die ist jetzt auch gar nicht so doll gewesen. Und hier haben wir entsprechend die gelbe Linie, das ist der Pivotpunkt P. Und die blaue Linie ist eben der Kijun Sen. Beides sieht man hier schon überlappt. So. Wenn man jetzt die Signale hat oder wenn man gerade den Moment hat, dass man am Screen ist und der Markt das auch hergibt, ist ja mal die Frage, ob es gerade auch abgebildet wird im Markt überhaupt, dann hätte man hier die Möglichkeit gefunden, einen guten Einstieg zu machen. Und hier ja als Alternative beziehungsweise als Backup-Plan hätte man hier vielleicht noch erwarten können, dass die Korrektur ein bisschen weiter verläuft, da das hier keine große Strecke war. Und hier war der Backup-Plan in der Kumo noch eine weitere Position mit aufzubauen, beziehungsweise mal zu gucken, ob das angetestet wird. Und ja, relativ früh wurde man hier schon ausgestoppt, aber dennoch waren da auf jeden Fall ein paar Punkte mit dabei gewesen. Und wir können uns gerne mal angucken zusammen, ob man da jetzt so ein mögliches Setup finden würde. Dazu sei noch gesagt, es muss natürlich auch nicht der Pivotpunkt P sein, sondern wenn der Markt im Vortag, und zwar die Pivotpunkte des aktuellen Tages, hängen ja immer vom Vortag ab. Und wenn der Vortag so verlaufen ist, dass der Kurs quasi auf den Punkt R1 trifft und die Kijun Sen-Linie dort verläuft, dann gilt natürlich genau das Gleiche. Also der Pivotpunkt P hat nicht mehr Bedeutung, nur weil er der Pivotpunkt P ist, sondern es ist eben gemeint ein Pivotpunkt. So ist dieses Setup quasi gemeint. Und hier würde ich auch noch mal kurz vorstellen, wie man danach screenen kann. Und zwar müssen wir erstmal gucken, kann man auch in der Suche eingeben nach Pivotpunkt. Da hat man hier unter Basic-Filtern Distanz zu Pivotpunkten auf Tagesbasis und dann wählt man sich eben aus, ja, die Distanz zum Pivotpunkt P, die soll relativ eng sein, 0,1 und dann wird man schon mal ja, entsprechende Ergebnisse finden. Allerdings wollen wir natürlich auch noch checken, dass die Kijun Sen-Linie natürlich auch in der Nähe ist und entsprechend schauen wir mal in die Ichimoku-Filterabteilung nochmal rein und sagen hier einfach die Distanz zum Kijun Sen, die soll auch relativ eng sein.
Ich stelle sie mal bewusst nicht auf das Engste, weil jetzt gerade um die Uhrzeit könnte es ein bisschen schwierig werden, sowas zu finden. Und dann hat man hier schon mal ein paar Sachen. Man sieht auch die ganzen Sachen, die ganzen Symbole auf Monats- und Wochenebene, die sollte man natürlich erstmal rausfiltern, da die Pivotpunkte ja auf Tagesbasis berechnet werden. Vielleicht noch H4. H4 könnte auch ein bisschen zu viel sein. Okay, da hätte man jetzt hier schon mal was. Das hier sieht interessant aus. Sieht man auch am Kijun-Sen die Distanz. Die ist quasi bei 0,007. Heißt, ist dort ziemlich dicht dran. Ist hier leider sogar schon ein bisschen drüber. Was hier noch auffällig ist, die Prognose der Kumo quasi, die ist hier schon auf abwärts gerichtet. Und ja, was hier natürlich auch noch, also man hat hier einen intakten Abwärtstrend, ne? Das sieht man ja. Das sieht man ja. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs und er ist jetzt hier gerade dabei, ein neues Hoch auszubilden. Er ist genau an dieser Stelle, wo er ja, schon mal Tiefs ausgebildet hat, die er jetzt testet. Und das wäre hier auf jeden Fall ein guter Short-Einstiegspunkt. Beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch sogar an die Kumo heranlaufen wird, das Ganze dann als Resistance nutzt. Aber hier wäre auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt für einen Short-Trade. Und man kann sogar sehen, dass hier der aktuelle Kurs ja schon mal bis zu Pivotpunkt P gelaufen ist heute. Und entsprechend wird dieses Tief, wenn der Trend weiter so intakt bleibt, ja, wird er das nochmal unterbinden. Und hier stellt sich natürlich aber auch die Frage, wo der Markt denn übergeordnet hinläuft. Also man sollte, wenn man so eine Setups, bevor man die eingeht, natürlich auch nochmal einen Blick auf den H1-Chart beziehungsweise auf den übergeordneten Chart werfen und um dementsprechend zu sagen, ja, passt oder passt nicht. So, ne? Okay, übergeordnet sieht es jetzt auch schon mal ein bisschen anders aus, aber ja, wer jetzt nur auf H5 unterwegs wäre, da hätte es auf jeden Fall gepasst. Übergeordnet sieht das Ganze natürlich eher long nach long aus, ne? So, dass er hier auf den Pivotpunkt P aufgesetzt hat und ja, wahrscheinlich sich auf den Weg macht, um zum Pivotpunkt S nochmal zu laufen. Das darf man niemals vergessen, ja, bevor man irgendwie einen Trade eingeht. Also das checke ich natürlich auch. Aber kurzfristig könnte es sein, dass er hier zumindest das Tief nochmal antestet und den Stop-Loss, den sollte man auf jeden Fall, also wenn man hier einen Trade eingeht, dann halt über das Hochlegen und dieser Abwärtstrend, der ist eben entsprechend so lange im Takt, bis dieses Hoch gebrochen wird. Ja, also so lange hat es halt seine Gültigkeit noch. Okay, dann gucken wir mal, ob hier noch eine. Ah ja, jetzt reagiert das Ganze auch. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Genau, die Themen, die wir hier präsentieren und auch in den Fullscreener einbauen, die unterscheiden sich ja immer von Monat zu Monat, beziehungsweise von Webinar zu Webinar. Und wenn Sie ein Thema haben, was Sie interessiert, oder wenn Sie auch Filtervorschläge haben für den Fullscreener, die Sie unbedingt nutzen wollen, können Sie uns gerne kontaktieren, entweder hier in den Chat schreiben oder an unsere Mailadresse mail@forex-screener.de. Und dann können wir entsprechend, ja, können wir entsprechend unsere Liste erweitern. Wir haben schon eine sehr lange Liste, aber das hilft uns auch zu priorisieren, was die wichtigsten Filter sind, die auf jeden Fall umgesetzt werden müssen in nächster Zukunft. Und genau, da können Sie uns gerne einfach eine Mail zuschicken. Ansonsten bin ich jetzt auch zum Schluss oder am Schluss schon angekommen. Und Sie können gerne noch Fragen stellen, falls es noch Fragen zu der ganzen Thematik gibt. Genau. Ansonsten
bedanke ich mich natürlich erstmal für alle Teilnehmer. Und ja, mich freut es natürlich, falls Sie heute ein bisschen was mitgenommen haben. Und falls Sie auch mal den Full Screener ausprobieren wollen, wie gesagt, der ist ja für FX-Fed-Kunden komplett kostenfrei. Und wir bieten auch den Neuzugängen natürlich an, eine persönliche Einführung zu haben. Also das ist schon ein komplexeres Thema. Das ist für viele nicht so ersichtlich, gerade auch Leute, die ein bisschen, ja, die noch nicht so lange dabei sind in dem Trading-Thema, weil es ja mehr so aufgebaut ist wie ein Baukasten, also mehr für Leute, die schon wissen, wonach sie halt suchen. Und wenn Sie nicht so viel Ahnung davon haben, wonach Sie eigentlich suchen im Markt, dann können Sie auch gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen oder auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen für Inspiration. Und wir freuen uns da natürlich über jeden Daumen nach oben, den Sie an uns verteilen. Okay. Ja, dann bedanke ich mich. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah, alles gut. Nee, da wollte ich sagen, ja, Fragen sind hier nicht wirklich da. Von daher nochmal vielen Dank und ich wünsche allen Leuten einen schönen Abend und natürlich erfolgreiche Trades. Ja, vielen Dank, Manuel. War ja auch alles verständlich erklärt und man kann es auch in der Aufzeichnung mal nacharbeiten, aber auch an uns können Sie Ihre Frage weiterleiten und oder stellen und wir leiten das ja gerne weiter an Manuel, das ist auch kein Problem. Ansonsten finde ich klasse, wie der Photo Screener sich immer weiterentwickelt, immer neue gute Funktionen und Filter dann ja, bekommt. Und freue mich, dass wir hier da entsprechend zusammenarbeiten. Ich bedanke mich natürlich bei allen Teilnehmern, die heute live dabei waren und auch für das Interesse. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Passen Sie auf jede Position auf und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.